Herzlich willkommen im Stempelkeller Buxtehude. Ich bin Nicole und möchte euch heute eine weitere Form des Embossens zeigen. In unserem letzten Video haben wir euch gezeigt, wie wir diese Silberhochzeitskarte hergestellt haben. Kurze Erinnerung: Wir haben in Versamark gestempelt, silbernes Prägepulver aufgestreut, das Ganze embossed und die Karte natürlich dann zusammengeklebt. Das haben wir euch gezeigt und dann kamen Fragen von euch. Schade, dass es nur 7 Farben gibt. Ihr findet die Farben hier im Hauptkatalog bei Stampin' Up! Auf Seite 162. Wir haben sie für euch einmal ganz kurz so in der Übersicht: Chili Schwarz, Weiß, Klarlack. Diese beiden hier unten, das ist Eisschimmer, sehr schön auch im Winter. Gold und Silber. Ist natürlich sehr schade, dass man in diesem Falle so begrenzt ist. Aber ihr müsst euch gar keine Gedanken machen. Ihr könnt mit dem Klarlackpulver, das wir jetzt hier in unserem Glas haben, sieht auch weiß aus, jedes andere Stempelkissen von Stampin' Up! Verwenden, um zu embossen. Zeigen wir euch gerne einmal. Wie immer, am besten ein Stück Kopierpapier unterlegen oder Zeitungspapier, was auch immer. Euren Kartenaufleger. Dann nehmt ihr euch die Farbe, die ihr gerne hättet. Wir haben uns jetzt für Taub entschieden, weil das der Karte, die wir machen wollten, ganz gut passt. Auch die Ranke von gestern haben wir wieder verwendet. Lag noch auf unserem Schreibtisch. Den Stempel in Taub einfärben und ganz normal auf den Kartenaufleger aufstempeln. Wenn ihr das aufgestempelt habt, müsst ihr etwas zügig arbeiten, damit der Stempelfarbe nicht zu schnell trocknet. Großzügig transparent Pulver aufstreuen, abklopfen, den Rest wieder ins Glas schütten oder in die kleine Dose. Wenn ihr dann nämlich mit dem Föhn raufkommt, das hatten wir schon, dann habt ihr nachher das ganze Embossingpulver im ganzen bei uns im Stempelkeller liegen. Jetzt kann man das hier wieder sehen. Sieht aus wie Sand. Hier ist noch ein bisschen über, das machen wir nochmal weg. Dann mit dem Embossing-Tool wieder rüberfahren. Natürlich sind wir noch nicht fertig, aber wir möchten euch jetzt einfach nur diesen Unterschied zeigen. Ihr seht, da in der Mitte glänzt es und oben ist noch dieses Pulver, dieses transparente Embossing-Pulver. Ihr embosst das Ganze mit dem Embossing-Tool zu Ende, bis alles dann schön ist. Und dann sieht am Ende eure Karte, wenn ihr sie zusammengebastelt habt, genauso aus wie die von gestern. Nur nicht in Silber, sondern in Taub. Ihr könnt mit diesem transparenten Pulver natürlich auch euer Chili-Stempelkissen verwenden. Wir hatten euch eben ja gezeigt, das ist das Chili-Prägepulver. Wenn ihr aber jetzt nach dieser Methode embossen möchtet mit dem Klarlackpulver, haben wir hier nochmal zum Vergleich Chili-Stempelkissen mit transparentem Pulver. Hat man ein Pulver weniger, kann sich dafür aber ein zweites Stempelkissen kaufen und hat mehr Farben zur Auswahl. Ja, das war's für heute. Vielen Dank beim Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.